Langsamer als eine Schildkröte. Erfolg abgeschlossen. Das Land Trua. Na los, bring deine Sachen. Ride Home kommt gleich, also steig bitte noch nicht aus. Was? Oh, verstehe. Wir heben ab, sobald sie ausgestiegen sind. Nun gut, dann mal los. Endlich bist du hier. Hey du, komm mal für eine Sekunde her. Geh. Gefährliche Reise, was? Und du weißt ja, Matrosen sind nicht gerade die angenehmsten Zeitgenossen. Nun, Hauptsache, du bist in einem Stück hier angekommen. Dann ist es jetzt wohl Zeit, dass du das Land erforschst, was? Aber sei vorsichtig, die Landratten können dir jederzeit ein Messer ins Kreuz rammen. Ja? Okay. Sehr cool. Beschwerliche Reise, was? Oh, sorry, das habe ich zu versprengen. Früh genug brauchen. Ausrüstung legst du aus deinem Inventar an. Herrlings Heiltrank. Truhe, Abenteuer, Unterstützungstruhe. Hansa-Handschuhe des Abenteuers. Okay, die haben wir jetzt mal angelegt. Freunde haben wir noch keine. Begleiter haben wir auch noch keine. Im Lager haben wir auch noch nichts. Kampffertigkeiten werden wir... Können wir skillen? Okay, cool. Okay, cool. Wir haben 1, 2... Achso, das sind Voreinstellungen. Okay. Kann ich dann scheinbar anders... Okay, cool. Dann haben wir noch was? Inventar, Char-Profil. Wir haben uns auch scheinbar verschieden wechseln. Okay. Titel... Schildkröte. Ein Präfix haben wir nicht freigeschaltet, ein Zufix schon als Schildkröte. Und dann lassen wir uns mal als Schildkröte eintragen. Weiblich, männlich, männlich, männlich. Wir bleiben bei männlich. Anwenden. Okay. Skins, Weisheit, Mut. Skins und Tugenden. Okay. Bravour, Juwel, Karten. Haben wir alles noch nicht? Kader. Erfolge. Erringe mit Hilfe verschiedener Aktivitäten Erfolge. Für bestimmte. Ah ja, okay, gut. Da war ich zu langsam. So, da kann man ja wahrscheinlich Zeug kaufen. Okay. Okay. Ich mag dich. Du hast den richtigen Blick für diese Aufgabe. Man kann einen brauchbaren Abenteurer und jemanden, der nur so tut, als ob an den Augen erkennen. Der blaue Augen. Und im vergessenen Land sind brauchbare Leute in letzter Zeit Mangelware. Eigentlich ist dieses Thema hier gar nicht so schlecht. Das heißt... dass die Auszahlung des Schatzes gewaltig sein muss. Das Team, Entschuldigung, nicht Thema. Weißt du irgendwas darüber? Nee. Was meinst du? Zerka hat mich über den kompletten Deal informiert. Sieht aus, als hätte ein Priester des Sakira-Ordens eine staatliche Belohnung ausgeschrieben, wenn man ihm dabei hilft, einen vergrabenen Schatz in Tura zu finden. Vor weniger Zeit wurde an diesem Ort ein Kampf ausgetragen. Die örtlichen Behörden haben die Ortschaft aus Sicherheitsgründen abriegeln lassen. Aber ich schätze, sie ist jetzt wieder geöffnet.
Ich nahm immer an, dass infolge des Krieges alles Wertvolle zerstört worden wäre. Bei all diesen Kämpfern frage ich mich, ob wir nicht in einer Moment, was war das? Die kannst du mir etwas Wasser bringen? Füllflasche mit frischem Wasser. Okay. Vielen Dank. Ups, ich muss lernen. Wasser. Gutes Wasser. Morpheus. Oh, schon viel besser. Danke vielmals. Ich hatte keine Ahnung, dass Seekrankheit so schlimm sein kann. Ich hatte so eine Ahnung, dass du ein gütiges Herz hattest. Bin froh, dass ich recht hatte. Darf ich deinen Namen erfahren? Gültiger Abenteuer? Gültiger Abenteurer? Gültiger. Okay. Gütiger. Gütiger. Alter, mein Gehirn. Gütiger. Irgendwie habe ich verkackt. Oh, schon viel besser. So, ja. Darf ich deinen Namen erfahren? Gütiger. Paxen. Ah, ich muss dann einfach auf G drücken. Oh, Paxen. Was für ein einzigartiger Name. Den werde ich sicher nicht vergessen. Ich heiße Morpheus und bin ein Priester Sakiras. Ich suche den Schatz, der unter der uralten Stadt Tura versteckt ist. Schatz? Ah, es scheint, als hättest du noch nicht von Zerka gehört. Erlaube mir, dich mit einigen Details zu versorgen. Die archäologischen Daten, die von der Kirche entschlüsselt wurden, haben ergeben, dass sich in diesem Land die letzten Schätze des Propheten befinden. Diese Neuigkeit hat dazu geführt, dass viele Abenteurer sich auf die Suche nach dem Schatz aufgemacht haben. Aber noch hat niemand etwas gefunden. Doch mehr und mehr Leute hören von einem Land voller Gold und Chancen, was bedeutet, dass die Kirche schnell handeln muss, wenn sie den Schatz selbst finden will. Die Kirche entschloss sich, viele erfahrene Abenteurer anzuheuern, die das Land für sie erkunden sollten. Sie haben auch entschieden, eine Menge Priester, so wie mich, zu entsenden, die die Angelegenheit überwachen sollten, darunter auch mich. Also, okay, ja. Ich hätte nie gedacht, dass man mich für eine so gefährliche Aufgabe auswählen würde, aber... Ah, sieh nur, da drüben ist Zerka. Er führt das Abenteurerteam an. Versammelt euch alle miteinander. Ja? Ups, Pressklick. Einen Zahn zu. Bewegung. Ich bin der Anführer der Truhe-Expedition. Nenn mich Zerka. Zerka. Ich bin mir sicher, ihr wisst alle, dass Tura als antike Stadt bekannt ist, die vor langer Zeit durch den Krieg zerstört wurde. Wir haben nur eine einzige Mission in diesem verfluchten Land. Wir sollten den Schatz für die Priester finden, indem wir den Hinweisen folgen, die in der Stadt zurückgeblieben sind. Ihr seid alle ersetzbar. Vergesst das nicht. Ich werde nicht zögern, jeden, der Unsinn oder etwas Dummes tut, konsequent zurückzulassen. Hier sind die Karten, die von der Vorhut angefertigt wurden. Drücke Tab, um jederzeit eine Karte zu öffnen. Behalt die Karte stets im Auge. Ah, okay. Dort siehst du den aktuellen Standort, das in der Begebung befindet. Okay. Tab. Perfekt. Die Vorhut hat die Erkundung des Gebiets abgeschlossen, aber es gab nichts zu holen. Wie nutzlos. Ab heute werden wir Regionen erkunden, die tiefer im Landesinneren liegen. Und ich muss dich warnen, wenn du es versäumst, Schätze oder verdächtige Hinweise zu melden, die du findest, steckst du mächtig da in der... Warte mal. Diese überwältigende Gestank... Das ist der Geruch einer Bestie. Sei auf der Hut.
alle im Lager! Verdammt nochmal! Alle aufwachen und zu den Waffen! Ei, Captain! Legen wir ein paar Tralle um! Hallo, ich will auch loslaufen! Hallo! Schnell, Bewegung! Verteidigt das Lager! Okay, C, ja, kann ich auch mit links. Boah, das macht jetzt schon Bock, Alter. Löscht sie alle aus. Oh, das macht sehr viel Spaß. Das macht sehr viel Spaß. Okay, dann drücken wir mal A. Sehr cool. S. Auch sehr cool. Also ist grafisch schon mal sehr geil gemacht. Also macht sehr viel Bock. Warum habe ich jetzt hier alle abgeräumt? Ihr aber keinen, Alter. Mensch. Welche Energieverschwendung. Sorry, der kam aus dem Herzen. Ich muss die Ergebnisse der Vorhut hinsichtlich möglicher Routen für ein weiteres Vorrücken hören. Wir werden uns beeilen müssen, um sie selbst zu finden. Nur die, die nicht ernsthaft verletzt sind, werden behandelt und gehen gemeinsam. Hey Priester, du kannst das, nicht wahr? Morpheus. Natürlich. Du bist ziemlich furchteinflößend. Bitte, könntest du das Messer weglegen? Gar kein Messer. Ich bin unter der Bedingung hergekommen, dass ich euch nicht zur Last falle. Also muss ich auch eine Aufgabe erfüllen, richtig? Allerdings könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen. Paxen, würdest du mir zur Hand gehen? Bitte nicht. Hey, unterstütze... Lassen wir den Priester jemand anderem. Wir sollten die Umgebung untersuchen. Das ist definitiv nicht leicht. Unterstütze Pater Morpheus bei der Organisation des Lagers. Heile den verwundeten Abenteurer, inspiziere das Zelt. Wer ist denn verwundet? Wer ist denn verwundet? Hallo? Arzt die Wunde. Es ist keine ernste Verletzung. Das freut mich. Inspiziere das Zelt. Was für ein Zelt denn? Wann werden wir diesen Schatz endlich finden? Okay. Wir müssen irgendetwas finden. Dieses Team muss den Priester ein Vermögen gekostet haben. Das glaube ich. Ich denke, es ist bereits zu spät für diese Leute. Es lauern weitere Gefahren. Wenn wir uns nicht auf das vorbereiten, was folgt, werden auch wir unser Leben verlieren. Paxen, das ist ein TP-Trank, den ich vom Orden mitgebracht habe. Nutze ihn nur, wenn du in Gefahr bist. Der rote Balken am unteren Bildschirmrand zeigt deine TP an. Wenn du keine TP mehr hast, ist dein Abenteuer zu Ende. Lege ihn auf den Hotkey F1-Platz, damit du den Notfall benutzen kannst. Finde Trank im Inventarfenster, weise mir Hotkey mit einem anderen Bildschirmrand zu. Ich habe manchen schon den Trank verabreicht. Das ist F1. Okay. Ich habe manchen platziere. Ist doch. Der erledigt. Ist wichtig, aber hier lebend rauszukommen ist wichtiger. Setze diesen Trank klug ein. Du hast auf jeden Fall Potenzial, wenn man bedenkt, wie du die Rolle erledigt hast, ohne ins Schwitzen zu kommen. Die Kampffertigkeiten, die du zur Schau gestellt hast, sind nicht von schlechten Eltern, Paxen. Danke. Kampffertigkeiten? Ja, das sind Spezialfähigkeiten, die Abenteuer im Kampf einsetzen. Da jeder mit seinem eigenen, einzigartigen Stil in den Kampf geht, was für ein Vorlieben man hat.
Schau so oft du kannst ins K-Kampffertigen-Fenster, um regelmäßig für Veränderungen zu sorgen. Du weißt, wie du den Kampffähigkeiten einstellst, oder Paxen? Nee, Digga. Öffne mit K Kampf. Okay? Dort siehst du die Fähigkeiten, die du benutzen kannst und Fertigkeiten, die du in Zukunft erlernen kannst. Während du in dieser Welt Erfahrung sammelst, verdienst du Fertigkeitspunkte. Mit diesen Punkten erhöhst du deine Fertigkeitsstufe. Wenn die Fertigkeitsstufe 4, 7 und 10 erreicht, kannst du einen Fertigungsbaum einstellen. Der Fertigkeitsbaum erlaubt es dir, eine Fertigkeit deinem eigenen Kampfstil anzupassen. Abhängig vom Fertigkeitsbaum können Kampffähigkeiten schneller und stärker werden oder sogar besondere Kräfte dazukommen. Da du ein fähiger Abenteurer bist, Paxen, bin ich mir sicher, dass du schnell die perfekte Kampffertigkeit für dich findest. Bevor die Explosion startet, überprüfe deine Kampffertigkeiten und überlege, welche Fertigkeiten für die Situation am besten geeignet sind. Öffnest du nicht das K und schaust mal. Ich drücke K. Oha. Okay. Alle, die ich habe... Alle, die ich kann, sind ausgerüstet. Okay. Kombo-Punkte. Okay, gut. Danke Morpheus, mach ich. Nicht, was passiert. Also sollten wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Ich fühle mich jetzt schon erschöpft und die Erkundung hat noch nicht einmal begonnen. Zumindest scheint Serka sehr leidenschaftlich zu sein und voller Gier. Ha! Ich habe gehört, Serka ist guter Sucher, als wird er ja bald einen Weg in die alte Stadt finden. Was? Ich weiß nicht, ob wir wirklich einen Schatz finden, der Serkas riesige Belohnung wert ist. Wir haben keine Informationen über den Wert des Schatzes. Es kann etwas sehr Gefährliches sein, oder vielleicht ist es nur ein gewöhnlicher Stein. Oder vielleicht hat er sogar irgendwas mit den Arschen zu tun. Die Arschen? So sagenhafte Artefakte der Macht, die viele Leute für nichts als einen Mythos halten. Doch die Kirche nimmt die Nachforschung über die Arschen sehr ernst. Das ist zwar ein Geheimnis, aber... Wir glauben, dass der Schatz des Propheten, nach dem wir suchen, möglicherweise ein Hinweis auf die Arschen ist. Oh, ich glaube, wir haben da drüben etwas gefunden. Zerstöre die Barrikade auf dem Weg. Alle Mann sammeln. Wir werden die Barriere durchbrechen und vorrücken. Okay, sehr gut. Begib dich zum entdeckten Expeditionspunkt. Steige in das Boot. Es heißt, die Ruinen von Trua würden von den Göttern geschützt werden. Vorsicht, überall lauern Fallen und herabstürzende Decken. Nicht schlecht, macht Spaß das Spiel. Wow, diese riesigen Statuen wurden nach dem Vorbild der Götter errichtet. Die Arche wurde von Regulus selbst gebaut. Das immer brennende Genesis-Licht. Not bad. Die Arche beinhaltet große Macht. Die Macht zu schöpfen und die Macht zu zerstören. Genau wie ein Gott. Wüssten wir doch nur, wo sie steckt. Kannst du nicht mal aufhören zu quatschen, Priester? Er hat recht, wir sollten ruhig sein.